So, Leute, wir warten jetzt mal auf den Bus. Oh, hallo, grüß Gott. Darf ich Ihnen was erzählen? Mein Vater ist Busfahrer. Der kommt mich gleich abholen. Ja, mein Vater holt mich gleich ab. Der ist Busfahrer. Aber ich glaube, ich muss ihn in der Arbeit anrufen, weil es so spät kommt. Nach Kontakte. Oder ich schreibe. Also ich glaube, ich komme zu spät. Habe ich ihn jetzt mal geschrieben? Ja, ich habe meinen Vater gerade geschrieben. Ja. Jetzt warte ich auf meinen Vater. Ah, da ist er schon. Er muss nur umkehren. Warum gehen Sie weg von mir? Ich erzähle Ihnen gerade von meinem Vater. Hallo. Papa! Was ist da? Papi! Einmal den QR-Code bitte. Papa! Und da QR-Code bitte. Oh, hoppala. Das ist nicht der QR-Code. Hier bitte. QR-Code? Ja. Aha, die Katharina, wunderbar. Super. Wo wollen Sie überhaupt hin? Fahr zu meinem Papi. Ich will zu meinem Papi. Wo ist denn der Pappe? Pappe. Pappe, wo ist der Pappe? Wo ist der Pappe? Der ist da oben. Der wohnt ganz, ganz oben. Bah, ich hab Ganz oben in markiert. den Bergen. Ja, ganz oben. Ich hab markiert, bei Okay. diesem ganz oberen Tattoo steht Okay. Standel. Dann fahren wir. Muss ich Ihnen Geld zahlen? Ich bin das Kröchchen durch. Ich hoffe, wir bauen keinen Unfall, weil wir da so lange stehen. Nee, nee. Wir müssen nicht erwarten. Wenn der jetzt warten, kriegt der aufs Maul. Es ist grün. Nee, doch nicht. Sind Sie farbenblind oder was? Wie mir heute Ich Augenarzt bin ein oder wie kleines mir das Kind, ich geschafft? will nur zu meinem Papi. Ja, wir fahren jetzt Papi, Papi, Matthias, ja. Ach, ich schalte auf die Arbeit, Alter. Du hast nichts gesehen, mein Liebes. Was habe ich nicht Ja, gesehen? du hast nichts Doch, doch, gesehen. sie sind über Rot gefahren. Wie heißen sie Ja, eigentlich? ich, Günther. Günther, Günther ja auch? Günther, nee, nee, Günther. Sie haben einen Einfach schönen Günther. Bart, Günther ja auch. Das kommt vom Alter. Ja. Glauben Sie, bekomme ich auch einen Bart? Obwohl ich bin ein Mädchen, aber Ein Mädchen, weißt du ich hab schon mal ein Mädchen gesehen, die einen Bart bekommen haben. So einen leichten Schnauzer. das? Ah ja, du meinst die Gutscha. Ja, Die ja, ja. Wunderbar. Das habe ich im Ja, die Fernsehen gesehen. ist wunderbar wie ein Ball, ja. Ja, es ist mit dir nach Faro, ey. Voll trocken hier. Meine Fresse. Ich hau ihn hier rein, ey, wie ist das? Was machen Sie? So. Ich tu den Kuscheln. Kuscheln, ah. Mein Ja. Papa kuschelt auch immer mit mir. Aha, okay. Aber sagen Sie es nicht meiner Mama. Er Okay. mag das nicht mehr, dass meine Mutter fährt. Aha, okay. Oh, ich will. Manchmal fasst er mich auch an, aber das darf ich auch eigentlich nicht sagen. Aha. Sollte man eigentlich lieber die Polizei rufen? Warum? Wir sind in der Familie, Mitschüler. erkennen, wir sind in der Familie, das ist doch normal, dass man sich anfasst. Und Vollbremsung. Hui, wunderbar. Wunderbar. Wir fahren. Können wir Radio anmachen? Nein. Hui, oi, 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 oi. Ich war Oh, das. na, Sind wir über eine Ente hey. gefahren? Hey, hoppala, so. Hoppala, hoppala. Nee, 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 Wir nee, nee, sind über nee, eine Ente gefahren, oder? nee, 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 nicht in Steuerfahne. Ja. Nee, nee, ich Was darf. ist, was ist, Mann? Was ist jetzt wieder das Nee, Problem? nee, ich darf noch Das keine Steuern merke zahlen. ich nicht. Können Sie bitte Rote. wieder einsteigen? Ich mag weiterfahren, ich muss zu Ja, meinem warte, warte, Papi. hier so. Können wir weiter. Aua! Aua! Können wir Ja. weiterfahren? Ich glaube, wir kriegen sonst noch.
Ärger, des großen Boah, Ärger. wie kommt Ich glaube, der hintere fährt uns gleich rein, Busfahrer Gunther. Gunther. das aber war die Szene nicht sehr scheiß Heißt, Vieh? Da ein scheiß Vieh wenn den Sie Weg. Gunther heißen, heißt Das Ihre Frau Viech. Gudrun? Ja, wunderbar. Das Viech ist im Weg. Sie müssen Scheiben wischen. Andere Richtung, andere Richtung. Ja, da sind böse Leute. Nein, andere Richtung. Sie müssen auf die Autobahn, weil sonst verkennt Sind man böse Papas. Leute. Aber sie fahren gerade falsch. Ich glaube, wir machen nachher. Wir gehen, wir fahren zu Heidi kurz. Hui, da. Wo fahren wir denn hin? Zu Heidi, kennst du nicht Heidi? Oh, Scheiße. Hui, ei, Aber die Heide wohnt in den Alpen, nicht da in Gitter, in Los Santos. ja, sie ist umgezogen. Ah. Ups, meine Also Scheibe ist deswegen kaputt. ist, also deswegen ist die Serie jetzt so brutal. Ah. Verstehe. Schnell fahren, da Deswegen, ist die Polizei. Ja, sorry. deswegen fickt die Heidi immer ihren Vater, beziehungsweise ihren Opa. Deswegen trinken die jeden Tag Milch, weil der Opa immer Milch mit heimbringt. Oh. Und Milch holen geht auch noch. Ja, wunderbar, mein Vater war auch immer Milch holen, aber das wäre gar nicht schon lange nicht mehr gewesen. Der ist weg. Ja, mein Papa war Zigaretten holen und den fahre ich jetzt gerade wieder besuchen. Ja, wunderbar. Ich hoffe, So. immer wenn ich bei ihm bin, sagt er, ich muss kurz Zigaretten holen, dann kommt er nicht mehr. Aber jetzt fahre ich nochmal zu ihm und probiere es einfach nochmal. Das ist scheiße. Wenn er dann nochmal Zigaretten holen geht, dann gehe ich mit ihm Zigaretten holen und zahle ich ihm noch die. Aber anders gemeint. Heute sind die Autofahrer einfach etwas deppert, ich glaube, weil Vollmond ist. Was war das? Marvin, können wir ein Das normales Feuerwehr. RP zocken, Alter? Nicht einfach mal. Danke. Sorry. So, wo waren wir stehen geblieben? Nein. Ich bin gerade eingeschlafen. Ich habe geträumt, dass sie geschossen haben. Das schnappe ich nicht. Können wir schneller Jetzt wollte ich fahren? ein Mein Papa Bierchen, wartet. jetzt bin ich wieder da. Können wir Nach schneller dem fahren? Mein Papa. Arbeitstag. Können wir schneller fahren? Mein Papa wartet. Ja, ich finde mal, nach dem Arbeitstag gehe ich mir ein Bier saufen, Ich rufe jetzt meinen oder? Papa an. Ja. Okay. Oh, da ist Schreibin. Oh, Handy am Steuer, das ist teuer. Die B. Was wollte ich meinem Papa gerade nochmal schreiben? Ich rufe mal kurz was an. So, ein Kollegen, Taxi-Kollege. Ach, der ist ja bei der Arbeit. Ja, super. Will ich ihn später haben, weil der müsste dann das wissen. Das ist ja der Arbeiter statt mir. Ich habe meinem Papa geschrieben. Okay, wunderbar. Und jetzt links. Können Sie diese Dinger mitnehmen, die gelben? Das, ja, danke. Das vibriert so schön in der Hose. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Das sind die normalen RP. Was ist ein RP? Der Vater muss schon wieder rein. Mama, was machst du da? Die haben gerade meine Mutter angefahren. Was machen Sie? Meine Mutter schreit schon, hören Sie auf. Die kommt Ihr ja gleich, Tochter ist hören da Sie drin. auf. Ihre Tochter ist da drin. Ich glaube, sie fahren in der Mitte. Wir sollten eher rechts fahren. Wer hat da gerade gehupt? Der Gunther? hinter mir. Ja, hinter dir. Also ihre Rückspiegel können echt mal gewischt. Die sind so verschwommen. Uiuiui, was ist denn da passiert? Uiuiui, Wo? das sieht ja gar nicht gut aus. Uiuiui. Alles okay, Lady, hallo. Ich glaube, Hallo, ist ein die hat die Gegenverkehr. Motorhaube verloren. Gegenverkehr. Ich würde die Polizei. Das heißt ja aber. Geisterfahrer. Aber oh, Nee, Polizei. ich ruf die Polizei. Ja, danke sehr. Also einmal eine Dame.
Kennzeichen dicker Tricken. Bitte einmal kommen, danke. Ja. Ich ruf gar 991 an. Hab ich schon gemacht. Warte, Scheiße, wie geht das nochmal? Nein? Also 911, ich hab 9911, lol. Ja, merkt man, die sind los. Was ist die Polizei? Hallo? Ist ja, da hinten ist die Frau. Egal. Wen brauchen wir jetzt? Ich hab schon Polizei gerufen. Polizei. Wir haben eine Rette gerufen. Polizei ist schon unterwegs hier. Kann man da eigentlich auch anonym anrufen? Müsste eigentlich gehen, weil... Ui, eine Nutzerfrage in diesem E-Mail und eine Funkorte stimmt. Ah ja. Also wenn das jetzt geht, dass man anonym, man kann halt wirklich anonym anrufen. Nee, ist besetzt. Oh, ich habe eine Nachricht bekommen. Oh, da ist noch eine Polizei. Ja. Da ist viel los heute. Wahrscheinlich wegen meinem Papa. Ich hoffe, die kriegen den. Doch, der ist Alkoholiker. Ja, du bist jetzt Alkoholiker und Zigaretten sucht die. Oh, da ist noch eine Polizei, sehr schön. Du bist mein letzter Gast, danach nehme ich frei und fahre im Motorrad wieder. Aha, und was ist mit ihrer Frau Gertrud? Ja, die schaut fern und traut sich rennen. Ah. Mein Vater hat einmal jemanden in sein Zimmer eingeladen, die hieß auch ja. Gertrud. Gut, dann werde ich mit meiner blauen Büchel Spiegel stellen. Aber warum? Einfach so. Wenn ich schon mal Gertrud, die nein, Gertrud war meine Tante. War meine Tante. Jetzt ist sie schwanger und hat ein Kind. Jetzt ist sie, glaube ich, oder? Nicht mehr meine Tante. Da jetzt rechts, bitte. Links, bitte. Nein, anderes Ring. Nein, weiter. Abkürzung. Ich glaube, das hört sich nicht gut an, Gunther. Ja. Da ist schon wieder Polizei. Achtung! Ein Fußgänger. Der schaut deppert. Das ist nicht schon wieder logisch. Nee. Warten ja. Sie hier. Können Sie warten? Auto ist kaputt. Auto ist kaputt. Ich frage mich, warum. Kommen Sie rein, ich stelle Ihnen meinen Papa vor. Das ist mein Papa. Das ist mein Papa. Na, wie geht's da, Gertrud, Papa? Servus. Wie geht's da, Gertrud? Du bist meine Gertrud. Du bist meine Gertrud. Du? Mein Papa macht mir immer kostenlose Tattoos, obwohl ich erst Gertrud. 10 bin. Du bist meine Gertrud. Ich meine. Du hast ein Poster von meiner Gertrud. Oh, Papa, ich hab was gefunden. Schau mal. Warum haben Sie meinen Papa? Nein, lassen Sie meinen Papa in Ruhe. Ja. Lassen Sie. Na, komm. Ach, Papa, du warst eh scheiße. Papa war eh scheiße. Der hat nur gekifft und geraucht und Drogen genommen. Ja. Hallo Polizei. Einmal bitte aussteigen. Danke sehr. Und tot. Das war's mit RP auf jeden Fall.